sehr geile Runde. Also ich kann mal da richtig schön Kuss rasieren hier. Echt schön rechts rüber und dann voll weg. Voll weg erasen. Also Aimtime, ja, das wird relativ viel zurückgesetzt. Wenn du es gut machst, kannst du alle deine Credits-Punkte behalten und du behältst deine Premium-Panzer. Deine Premium-Panzer und deine Credits kannst du und deine Premium-Consumables kannst du halt behalten. Premium-Tage halt auch, aber sonst ist alles andere weg. Crews weg, normale Panzer weg, nur die Premium-Panzer behältst du. Und, keine Ahnung, für mich kam das, ich habe früher mal drüber nachgedacht, aber es war gut, dass ich es nie gemacht habe. Weil, was hätte es mir gebracht, wisst ihr, ich meine, also ganz ehrlich, einfach durchziehen und guck dir es an, ich habe 3000 Gefechte, 3kW in 8 und habe mit dem Account 3kW in 8 overall und war damals, ich war zwar damals schon ein Stückchen besser, ja, aber es ist okay. Kann man nichts sagen, also ganz ehrlich, da jeden ermutigen, den Account zu resetten, finde ich immer generell blöd. Nee, Kunenk, das kann sein. Die Crews müssten alle weg sein, ja. Kann ich aber nicht genau sagen, ist wieder so ein bisschen Insiderwissen. Ich beschäftige mich mit dem Thema halt nicht ganz genau. Aber es kann sein, unter Umständen, ja, definitiv. Storm schreibt, ich habe leider zu viel rumgebottet, aber Reset würde ich nicht wollen, weil zu viel Ehrgeiz. Ja, genau, Storm, das stimmt, ja. Oh, nochmal. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und die ganzen Panzer, die du erfahren hast. Und zum Beispiel, guck doch meine E7 einfach mal an. Die ist für meine Verhältnisse sehr, sehr schlecht. Ja, sehr, sehr schlecht. Aber ich kann trotzdem mit dem Panzer fahren, habe eine richtig gute Crew drauf. Und wenn du meine anderen Zähne anguckst, ist das überhaupt kein Problem mehr. Und ich kann ja auch, hab auf dem Panzer 3 Gunmax, ja. So muss man das ja auch sehen, ja. Wenn irgendwann mal potenziell der Skill da ist. Was ist mit dir, Standard B? Oh, weg mit dir. So, krieg ich mal einen Spot auf die 3, danke. Ah, der FV ist halt einfach lecker, Jungs. Da, hier. Was? Einen mache ich noch. Okay, wie auch immer. Wir gehen jetzt erstmal schnell 60p helfen. Ach, Mann, das musst du ignorieren. Da musst du einfach ignorieren und drüber stehen. Ah, ich muss mir die mal auf dem Testserver jetzt mal die Tage angucken. Ja, da war er auch mal schnell weg. Was ist denn mit euch hier? Ja, Kollege, dann versuche mal einen FV zu pushen. Hier, bisschen Backup habe ich doch. Oh mein Gott, wollen die mich jetzt echt pushen? Was ist mit euch? Was ist mit euch? Was ist denn mit euch? Was geht denn nicht klar bei euch? Hallo, Team? Junge, die können sich doch dumm und dusselig hier farmen jetzt gerade. Nur ein bisschen höher fahren, dann kann ich gut rein snipen, glaube ich, hier über links. Hier den ein bisschen zurückpushen. Ja, jetzt glaube ich, jetzt kann ich geil arbeiten. Ja, jetzt stehe ich ziemlich gut. Ja, und da eh gut soll er machen. Aber es geht, ich kann gut arbeiten jetzt mit dem FV gerade. So kann man das nennen. Kunanex, lol. So kann man das nennen, ja. Ja, jetzt können wir einfach repushen. Ich habe jetzt gut schon Damage ausgeteilt. Oben, die sind ziemlich low. Sind zurückgedrängt. Jetzt ein bisschen reinfarmen und ja. Nur ein bisschen Angst, dass ich jetzt von links näher ist unten, okay. Das ist alles easy.
Macht der jetzt, der Kollege? Oh, er ist Sidescript auch, ne? Ganz auf dem Schirm. Oh, jetzt kriege ich 700. Oder auch nicht. Ach, es schmeckt einfach. Es schmeckt einfach. Komme ich da durch? Struggle? Nee, schade. Wollte ich mal testen. Huch, eher 100. Huch. Nun denke ich mir nur, uff, was ist passiert? Algo ist schon wieder truff und attackiert. Jeden zweiten Tag im Suff. Ende den Jungs. Hier. Kowalski, jetzt geht's auf den ES4. 7.500 Schaden. Weiter. Also der EV ist mega lecker. Guckt ihn euch an. Der 8K Damage einfach mal so locker flockig aus der Hüfte gefarmt und läuft, ja. Wahnsinn, wenn ich das wäre mit einem Team, die hätte uns weiter. Nee, ganz ehrlich, widerspreche ich dir. Und da bin ich einfach so und sag, nee, warte, ich muss gerade mal lesen, habe ich 1000 WhatsApp hier bekommen. Also ich muss ganz ehrlich jetzt hier widersprechen und sagen, nein, das hätte, wäre egal gewesen. Du hättest jetzt einfach nur, du musst diesen kompletten, ich sage mal, abpassen zwischen, wann fahre ich defensiv, wann lasse ich mich zurückfallen, wann bleibe ich aggressiv, ja. Wie weit zeige ich meinen Panzer, ich habe eine DPM, ich kann mit meinem Turm sehr gut arbeiten, wenn... Überlegen jetzt, ich bin Haldon, ja, als FV. Ich habe von mir hinter mir 5 Panzer. Scheißegal, ob die treffen oder nicht. Wenn ich die aber, wenn die gespottet werden, da haben die Gegner erstmal Respekt. In dem Moment fahre ich nach vorne, fahre ein Stückchen aggressiver, zeige nur meinen Turm, gebe dem 2771 und das 2771 zieht sich zurück. Und in dem Moment habe ich gewonnen. Und dann kommt sowas raus. Und natürlich sollte halt der ein oder andere Schuss auch treffen und penetrieren. So, jetzt zeige ich euch mal die Situation, die ich meine. Wir spulen einfach ein bisschen vor, das ist alles unwichtig. So, jetzt sag ich mal, jetzt fange ich ja an, schon hier so ein bisschen drauf Damage zu machen, ja. Weil ich weiß, oben am Hill mit den 2 Mediums gegen hier die ganzen Leute kommen, kann ich keinen Krieg gewinnen. Die anderen sind jetzt noch da. Und meine Intention von Anfang an war, nur in diesem Haldon-Bereich zu spielen. Weil ich muss wissen, was ist die Schwachstelle meines Panzers. Und das ist ganz logisch, ist die untere Wanne. So, fahre ich nach oben, ist meine untere Wanne offen. Stehe ich hier an diesem Haldon-Hang, kann ich nur meinen Turm zeigen. Hier, diesen Part, sag ich mal, ja. So, deswegen tue ich jetzt einfach hier ein bisschen Farm. Habt ihr eben gerade gesehen. So, alles klar. Zack, zack, zack. Macht ihr nass. Verschießt jetzt den einen Schuss. Alles klar. So, ein Schuss noch auf den T30. Zack. So. Hab schon 1800, sag ich mal, bevor es überhaupt losgeht. Und jetzt wird's ja spannend. Ich versuche jetzt gerade dem 60 TP noch zu helfen. Achte jetzt nur mit, eigentlich gar nicht auf den 60 TP. Krieg's nicht ganz mit, dass er schon rausgenommen wird. Will jetzt dem 907 unbedingt noch eine geben. Mache das auch. So, und jetzt sehe ich, huch, der ist ja schon down. Ich muss mal zurück. Ich muss in meine eigentliche Ausgangslage, Ausgangssituation, die ich mir vorgenommen habe, zurückfahren. So, und jetzt merke ich, alles klar, sie haben Bock auf mich zu pushen. 907 fährt rüber, sieht 50 CP, sieht den hier. Er zieht sich zurück, weil er merkt, oh, ich bin abgeprallt. Also mit jedem Abpraller, mit jedem Schuss, den er bekommt, kriegen die weniger Damage. Werden die weniger aggressiv, sag ich mal. Jetzt hat er natürlich einen guten Schuss reingehauen. Er bounce jetzt auch wieder. Und ich ziehe mich jetzt so lange zurück, bis sie mich nicht mehr lang pushen. So, und jetzt merkt er, okay, ich bin immer, das habe ich halt im Gefühl, wann ich Haldon bin. Weil wenn der Gegner, wenn ich so viele vom Gegner sehe, kann er nur hier mein Oberteil sehen, so. Da er auch so ein bisschen Gun-Depression-Probleme hat und das Ganze nicht zu weit runterkriegt, kann er nicht hier mir in die untere Wanne reinschießen, sondern wird sehen. So, schießt mal einfach hier oben hin, weil er keine Gun-Depression hat. So, jetzt merke ich, alles klar, jetzt kommt der Moment, wo hinten meine Sniper, die hier unten, die da, warte, ich zeig's euch, die hier unten, E50 geht in Position, wo er hier mit Heat draufschießen kann. Ich habe 1, 2, 3 Mates noch bei mir. Wenn die jetzt einfach rüberdrücken, ist es Gleichstand. Plus ein 50B, der voll Reload ist. Und der hier, die können auch noch mit reinsnipen, also es würde keinen Sinn machen für die Gegner. So, jetzt fangen die jetzt an, okay, wir wollen peaken. Jetzt sehe ich, alles klar, der fokussiert ja gar nicht mich. Ich kann ein Stückchen hochfahren, expose mich, also
öffne mich dann so ein Stückchen für den Gegner, dass er mich beschießen kann. Aber wichtig ist jetzt, diesen einen Schuss zu treffen, sodass der Gegner Angst bekommt und zurückfährt. Was er jetzt macht, ich penetriere den Schuss, auch wenn er schlecht geflogen ist. Und er zieht sich zurück. Und in dem Moment wusste ich genau, die Runde habe ich. Was wollen sie mir machen? Ich habe nur meinen Turm, die ziehen sich jetzt zurück. So, und jetzt habe ich die geile Position wieder, ja. Und die können nichts mehr gegen mich machen. Und was man natürlich noch sagen muss, die so eine Position kann man natürlich nicht anspielen, wenn drei Artis dabei sind. Ist ja logisch, da wird man einfach komplett zerstört. Aber ohne Artis kann man das sehr, sehr schön so ausspielen. Ja? Ganz logisch, also, so, gibt man den schön. Bis jetzt schon 4k Damage zusammengefahren und jetzt kann ich einfach repushen. Jetzt sehe ich, alles klar, meine Mates kommen langsam mit. Hier, die kommen mit und kann jetzt noch weiter. Ich sehe jetzt, ich bin Halldown auf die ganzen Leute hier. Wenn sie jetzt pieken oder irgendwas machen, kann ich denen schön Halldown geben. Die kommen nicht an mich ran und ich kann Damage machen jetzt, ja. Jetzt fahre ich vorne ran, weil ich das einfach mir spielerisch zutraue, dass ich die drei auch im Notfall nur mit bisschen Backup alleine rausnehme, ja. Schätze das ein, wie wann ist was los. Ja, sehe links 277 haut ab, ja, hier der Panzer, der haut ab, also bin ich nur noch in einer 2 gegen 1 Situation. So, jetzt tue ich mein spielerisches Können, sage ich mal in Anführungsstrichen, anwenden, um die Schüsse so ein bisschen zu dodgen, um jetzt einfach so aggressiv zu spielen, wie es geht, auf den näheren 100 beispielsweise. So, das ist natürlich ein Schuss. Ja, ich wollte einfach probieren, ob er durchgeht. Das war so auch für mich, was ich wissen wollte, wie die APCR von dem funktioniert. Oh, mach ihn trotzdem aber einfach nass. Hol jetzt das 277. Und da war die Runde ja schon fertig. So, und wenn jetzt einer kommt, ja, dein eigenes Team hat dich doch unterstützt. Wo hat sie mich groß unterstützt? Ich habe die Unfähigkeit des eigenen Teams für mich genutzt, weil, ich sag mal, die Gegner sind nicht auf mich draufgefahren haben, weil sie andere Panzer gesehen haben. Jetzt muss man überlegen, ist es sinnvoller, alleine da zu stehen? Also ich sag mal, ich habe ja nur alleine da gefahren. Natürlich hat der eine oder andere nochmal einen Schuss gelandet, klar. Aber effektiv war ich nur alleine. Ich habe nur die anderen Panzer genutzt, so als ja, Rückendeckung, ja, und habe das alles alleine praktisch gemacht, vorne. Und die anderen waren, ja, für mich zwar schön und gut, aber waren für mich ja uninteressant in der Spielsituation oben. Ich habe sie nur als HP-Pool mitgenutzt, das heißt, dass auch, dass der Gegner auf meine eigenen Leute mitschießt und somit der Damage besser verteilt wird, ja. Weil es macht ja viel mehr Sinn, 5 Panzer am Ende live zu haben, die jeweils 500 HP, anstatt 2 nur noch am Ende mit Full HP. Weil da habe ich ja nur noch 2 Kanonen, die schießen können. Ja, ganz logisch. Und deswegen habe ich das Ganze so ausgespielt, dass ich halt auch so aggressiv gespielt habe, weil ich einfach damit gerechnet habe, dass der Gegner nicht über mich drüber pusht und dementsprechend ich vorne farmen kann. Und eine andere Position wäre natürlich auch relativ schlecht gewesen. Was gut war, dass wir den Hildern wieder zurückerobert haben. Und hier drüben habt ihr auch gesehen, die Seite hat gewonnen. Wir gehen jetzt davon aus, die Seite verliert. Wir haben den Hill, einer, zwei Tanks bleiben oben stehen und ich ziehe mich zurück. Kann ihn auch noch schön weiter halt down spielen und kann die Eigenschaften meines Panzers. Relativ genaue Kanone. Sehr guter Turm, gute Gun Depression. Wieder sehr gut ausspielen hinten in der Basis. Ja. So, sind 8000 Damage, ein Kill und hab eine ganz gute Farmrunde hingelegt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen das ganze Denken so etwas näher bringen, würde ich mal sagen.